Die Sexismusdebatte in Deutschland ist im vollen Gange und bisher hat noch keiner so richtig wahrgenommen, glaube ich, dass das Amtsgericht Unna vielleicht die entscheidenden Impulse in den nächsten Tagen und Wochen in diese Debatte einführen wird. Was war passiert? Das juristische Fachblatt Bild hat nämlich berichtet, dass im letzten Jahr 2012 es bei einem Rechtsanwalt beim Liebesspiel zu ein paar Komplikationen kam. Seine Freundin hat nämlich seinen Kopf zwischen ihre Brüste gesteckt und dort dann auch erstmal belassen, gegen seinen Willen. Und er lief dann blau an und irgendwann lief er dann, nachdem er sich gewehrt hat, aus dem Zimmer zum Nachbarn und konnte sich gerade noch retten. Und jetzt war die Frage, hat sich diese Dame jetzt dadurch strafbar gemacht? Und wenn ja, in welcher Form? Sie soll am Telefon gesagt haben, sie habe ihm einen schönen Tod bereiten wollen. Das bestreitet sie allerdings inzwischen. Nun gibt es im Netz Stimmen, die sagen, ach, guck an, die Brüste sind also eine Waffe. Schließlich ist sie angeklagt wegen gefährlicher Körperverletzung nach 224 Strafgesetzbuch. Da kann man schon mal gucken, ob es eine Waffe ist. Aber, und da wird schon interessant, was das Amtsgericht Unna hier vielleicht sagen wird, es ist einem Anschein nach und auch nach der Definition so, dass eine Waffe schon von vornherein so konstruiert sein soll, dass sie dafür geeignet ist, jemandem stärkeren und schärferen Schaden zuzuführen. Kann man natürlich sagen, die Waffe meiner Frau, aber das ist hiermit nicht gemeint, also rein rechtlich geht man da wahrscheinlich weiter. Frage, sind Brüste ein gefährliches Werkzeug? Und da kann man schon eher in die Definition vielleicht kommen, das sind nicht nach Beschaffenheit und Art seiner Verwendung als Angriffs- und Verteidigungsmittel im konkreten Fall geeignete Mittel, die erhebliche Verletzungen hervorführen können. Ja. Können das Brüste? Es ist deswegen gleich ein gefährliches Werkzeug wie der beschuhte Fuß. Ja. Gott sei Dank hat das Amtsgericht Unna noch zwei weitere Ausflüchte. Sie könnten nämlich sagen, es handelt sich hierbei um einen hinterlistigen Überfall oder um eine lebensgefährdende Behandlung. Da könnte man schon eher drüber nachdenken. Allem Anschein nach wurde hier von der Staatsanwaltschaft nicht angenommen, dass hier tatsächlich eine vorsätzliche Tötungsabsicht bestand, weil dann wäre nicht das Amtsgericht in Unna zuständig, sondern das entsprechende Landgericht. Also, ja, die Sexismusdebatte ist also noch lange nicht am Ende. Sind wir gespannt, was uns da noch aus Unna erwartet.